Hallo und seid gegrüßt zu Märkte und Trends am Morgen. Die Themen sind DAX, Nasdaq 100, Nvidia, Amazon, Apple und Intel. Kurz vorweg, liebe Zuschauer, falls euch unsere Videos, Handelsideen und Analysen gefallen, lasst doch ein Like da, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video von uns mehr verpasst. Und stellt uns Fragen in den Kommentaren, gebt uns eure Meinung zu den hier aktuell besprochenen Themen ab. Ich begrüße bei mir im Studio Sami und Andreas, die Experten von Märkte und Trends-Themen. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, Boris. Buongiorno, Boris. Gestern Nachmittag haben sich die Märkte auf einmal Richtung Talfahrt verabschiedet. Was ist denn dort allgemein passiert? Und lass uns doch dann direkt mal auf den DAX einen Blick werfen. Ja, nach der Erholung vom Tag zuvor, wo die Nasdaq 100 richtig schön wieder Anlauf nach oben rausgenommen hat, gab es gestern nochmal einen Mix von Zahlen. Wir haben zum einen die Anträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen. Wir haben auch ein paar wichtige Wirtschaftsdaten bekommen, und zwar Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe. An sich die Zahlen der Anträge deutlich etwas höher ausgefallen als erwartet, und wir haben auch, was die Einkaufsmanager oder den Einkaufsmanager-Index betrifft, der ist niedriger ausgefallen, also schon im Bereich der Rezession erwartet wurden hier, ich will mal ganz kurz, genau, der lag bei 46,8 und erwartet wurden, also beziehungsweise ausgefallen 46,8 und erwartet wurde 48,8, das ist schon sehr niedrig. Was aber komisch in diesem Falle ist, dass eigentlich schlechte Wirtschaftsdaten und höhere Anträge auf Arbeitslosenzahlen eigentlich positiv zu bewerten wäre vom Markt. Und zwar natürlich mit der Tendenz, dass man die Zinsen also weiterhin senken wird, und zwar möglicherweise doch mit etwas höheren Schritten. Hat aber der Markt gestern nicht so gesehen, und es gab halt deutlich eins aufs Dach. Nasdaq, all das, was wir jetzt den Tag zuvor gut gemacht haben, und vor allem aber auch beim DAX und vor allem auch beim Dow Jones, wurde dann innerhalb von wenigen Stunden beziehungsweise Richtung Handelsende deutlich abgestraft. Wir haben uns den DAX dann gestern auch drüben bei uns im Büro immer wieder angesehen, hat ordentlich korrigiert. Sind das dann auch schon langsam wieder Einstiegskurse oder geht das noch weiter? Ja, ich würde jetzt erstmal nicht in das fallende Messer reingreifen, denn wir haben ja jetzt erstmal das Wespennest aufgestochen. Die Wespen sind jetzt erstmal so ein bisschen am aufgeregt sein, und man muss jetzt aber das mit dem kühlen Kopf sich anschauen, weil was viel oder wo die größten Fehler sind, sind einfach neue Positionen einzugehen in einer noch nicht ganz übersichtlichen Situation. Das würde ich jetzt also nicht machen. Ich würde mir jetzt den Markt erstmal, schon kann ich am Freitag, wo wir noch die Arbeitsmarktzahlen bekommen, der Markt ist stärker volatil. Wenn man sich die Volatilitätsindizes anschaut, wie zum Beispiel den VDAX und den VIX, die sind mittlerweile in Richtung 18% oder sogar höher unterwegs. Das ist schon so ein kleines Warnsignal. Wir hatten noch vor 2 Wochen ungefähr 13-14%. Erhöhte Volatilität bedeutet ja immer im Gegensatz dazu fallende Aktienkurse sozusagen. Und ich denke mal, wenn man sich die Volatilitätsindizes anguckt, da ist es immer ein ganz guter Maßstab, um zu sehen, wie stark ist diese Hitze am Markt, wird sie noch stärker oder nicht. Also es ist überhaupt jetzt nicht notwendig, wenn man jetzt nicht investiert ist, sich schon jetzt, sage ich mal, in den Markt zu stürzen. Da kann man ja in Ruhe abwarten. Und für jemanden, der investiert ist, sollte man natürlich auch nicht jetzt kaskadenartig versuchen, irgendwas zu verkaufen, weil die Erfahrung ist die, dass eine Korrektur natürlich entsprechend eine Korrektur ist. Und wenn man dann ein paar Monate weitergeht, dann hat man meistens den größten Fehler seines Lebens begangen, indem man eben alles ganz schnell in eine fallende Welle verkauft hat. Das sollte man aus meiner Sicht nicht tun. Also kühlen Kopf auf jeden Fall bewahren und sich die Marktsituation über die Marktsituation erstmal im Klaren werden. Wir haben jetzt eben das Thema Zinswende, und der Markt, das haben wir hier auch schon im ersten Halbjahr häufiger erzählt, dass der Markt eben auf eine erste Zinssenkung negativ reagiert, weil er eben das Thema Rezession spielt und nicht mehr Zinssenkungen das Wichtigste sind, sondern wie geht es der Wirtschaft. Und da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Samir, der Nasdaq 100 hat durch schlechte Zahlen und die Wirtschaftsdaten dann auch ordentlich abgegeben. Sagt doch da nochmal ein bisschen was zu, und wie steht ihr denn da aktuell da und was plant ihr weiterhin? Ja, also ziemlich verrückt, muss man wirklich sagen. Wir sehen große marktkapitalisierte Aktien, die jetzt innerhalb von wenigen Tagen Schwankungen haben zwischen, ich sag mal, 10, 15 und teilweise 30%. Also Intel
hat jetzt hier ihre Marktkapitalisierung allein in den letzten Tagen ebenfalls roundabout knapp 20%. Wir haben ja gestern Zahlen soweit bekommen. Ich glaube 20% vorbörslich im Minus. Nvidia als oder noch vor kurzem eines der wertvollsten und teuersten Unternehmen der Welt mit knapp über 3 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung, Schwankung von 30%. Also ganz im Ernst, das ist schon so ein bisschen Gaga, muss man ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Habe ich so in der Form bisher noch nicht gesehen. Also da ist extrem viel Bewegung, viel Schwankung mit da drin, gerade bei den großen Werten. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal hier auch im Monitor nochmal anschaut, ja gut, kann man schon von einer sogenannten Bullenfalle auch reden. Wir sehen, dass wir wirklich kräftig nach oben rausgelaufen sind, wo wir eigentlich einen relativ guten Einstieg hatten. Jetzt gestern alles sozusagen wieder negiert mit dieser Bewegung und wir sehen jetzt vorbörslich geht es auch weiter. Da sind wir knapp mit 1,3% soweit im Minus. Aber okay, ganz wichtig, Ruhe bewahren erst einmal. Mhm. Die sollte man jetzt nicht irgendwie emotional werden und auch keine irrationalen Entscheidungen treffen, sondern sind jetzt erstmal größere Faktoren, die hier im Markt sind. Wir haben jetzt auch Zahlen bekommen. Der Markt ist ja auch insgesamt recht hoch gelaufen. Wir haben es auch immer wieder gesagt, bei diesem starken Anstieg der letzten Wochen und Monaten, gerade bei der Nasdaq 100, sind natürlich solche Bewegungen im Generellen die Indizes sehr stark anfällig für Korrekturen. Jetzt hat es mal ordentlich eins aufs Dach gegeben, aber noch einmal Ruhe bewahren, ja, und jetzt keine irrationalen Entscheidungen treffen. Wir werden uns das auch natürlich nochmal in Ruhe anschauen. Von daher mal schauen, was jetzt heute dann noch mit den Arbeitsmarktzahlen, die rauskommen, noch weiterhin gehen wird. Aber es sieht halt im Moment ganz klar danach aus, dass hier wirklich Druck im Markt drin ist. Mal schauen, wie lange dieser Druck dann anhält. Ja. Dann werfen wir nochmal kurz einen Blick mit auf eure Position. Die ist dann aus ein bisschen Plus auch ein bisschen ins Minus halt gerutscht. Ihr habt aber auch gerade aufgrund eurer Handelsstrategie dementsprechend auch noch was zu sagen. Genau, wir haben ja bei der Nasdaq 100 ein Faktorzertifikat rausgenommen mit Hebel 3. Da waren wir gestern im Plus gewesen. Jetzt sieht man mit einem Tag, bumm, ja, rollt zurück. Und das ist aber auch erstmal sehr wichtig mit zu erwähnen. Deswegen auch immer geringere Hebel oder wenn man Faktorzertifikat nimmt, auch keinen zu hohen Faktor zu nehmen, weil das kann halt ordentlich Geld kosten. Wir haben hier konservative Strategien mit kleineren Hebeln, um einfach diesen großen Markt Bewegung oder Volatilitäten auch so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, falls die dann auch eintreffen. Und jetzt haben wir gestern gesehen, dass wir da etwas, wie gesagt, kräftiger Druck bekommen haben. Sind aber noch weitere Faktoren. Wir haben ja noch wichtige Zahlen, die werden wir auch gleich nochmal besprechen. Amazon, Apple hat ja auch nochmal ihre Zahlen gebracht. Sehr unterschiedliche Reaktionen auf diese zwei Giganten. Von daher, gut, steckt man jetzt nicht im Detail. Ein Tag kräftig nach oben raus, das sah alles gut aus. Dann am gleichen oder darauffolgenden Tag, also sprich gestern, wieder ordentlich Druck. Und die Wirtschaftsdaten und Anträge auf Arbeitslosenzahlen, die waren schon sehr beängstigend. Aber noch einmal, in der Regel wären das an sich schlechte Zahlen, gut für den Markt, weil die Notenbanken daraufhin wahrscheinlich die Zinsen noch kräftiger senken wird, weil wir schon eigentlich, was der Markt jetzt gerade im Moment macht, schon tatsächlich die Rezession hier voll mit einpreist. Wenn wir gerade schon dabei sind bei dem Thema wirklich Technologie, Nvidia hat auch wieder ordentlich eins reinbekommen. Du hast gerade eingangs schon erwähnt, Samir, dass da wirklich so eine hohe Volatilität in so großen Werten halt drin ist. Das meintest du gerade, dass du so stark noch nicht erlebt. Wie ist denn da aktuell auch der weitere Plan? Ihr sagt einfach so, hey, hier jetzt erstmal ein bisschen Ruhe bewahren und schauen, wie sich das die nächsten Tage entwickelt. Ja, wir sehen natürlich, dass die Nvidia sich nicht von der Nasdaq abgekoppelt und umgekehrt ist es logischerweise auch nicht. Das heißt, wir haben hier natürlich entsprechend auch wieder einen Großteil der gestrigen Gewinne wieder rückgängig gemacht, sind eigentlich schon fast wieder an der Ausgangsposition von 108 US-Dollar. Das Zertifikat, was wir reingenommen haben, dürfte, glaube ich, mittlerweile auch wieder in Richtung Null sein. Sogar ist sogar Minus, mittlerweile minus 8,3%. Das ist aber da waren wir gestern mit knapp 20% 17% vorne, genau. Aber es ist genau das, was Sami gesagt hat. Also mit niedrigen Hebeln schützt du dich natürlich auch in einer gewissen Art und Weise vor irgendwelchen absoluten Zerschlagungen. Und selbst wenn es natürlich jetzt mal zu, ich will mal anführungsweise sagen, zu einem Mini-Crash kommt und dieser Hebel würde einen dann entsprechend auch nicht retten, dann sagen wir ja auch immer mit kleinen Positionen dabei sein, dass es einem eben nicht das Kapital total zerhaut. Also kleiner Hebel, kleine Position und dann ist man in solchen Situationen, was sich jetzt zeigt, auch davor geschützt. Ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass wir genauso wie jeder, der in Long-Positionen oder überhaupt in Aktien drin ist,
die Situation nicht toll finden. Für uns ist es genauso schlecht. Aber wir sagen uns natürlich auch, da wir ja ein bisschen Erfahrung mit solchen Situationen haben, eben einfach Ruhe bewahren. Die Situation ergibt natürlich auch wieder neue Chancen, das muss man auch ganz klar sehen. Und Diversifikation in der Hinsicht ist natürlich auch ein ganz wichtiges Ding. Also nicht alles auf eine Karte setzen, nicht nur in Tech-Werte, nicht nur in konservative Werte, nicht nur in Gold, nicht nur in das. Also das bringt einem natürlich schon auch ganz viel. 600 Milliarden US-Dollar Schwankung. Wir haben an einem Tag bei der Nvidia 330 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung zugelegt. Das war der Tag vor dem gestrigen Tag. Und gestern fast 270 Milliarden weniger. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden da über eine Marktkapitalisierung, die vollkommen gaga ist, ja. Und das innerhalb von wenigen Stunden, ja, oder an einem einzigen Handelstag. Man könnte ja wirklich meinen, dass Nvidia fast so was Ähnliches wie eine Meme-Aktie inzwischen ist, mit diesen Schwankungen, die man hier vornimmt. Aber okay, it is what it is. Muss man Ruhe bewahren, ganz wichtig. Wir werden hier keine irrationale Entscheidung treffen. Ruhe bewahren, das ist jetzt erstmal der Markt und die Volatilität und auch gewisse Ängste, die jetzt erstmal drin sind. Und Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Von daher werden wir ganz tiefenentspannt an der Seitenlinie stehen, uns das anschauen und da keine irrationalen Entscheidungen treffen. Andreas, wir sind sowieso gerade im Tech-Sektor weiterhin. Amazon hat Zahlen gebracht und auch Apple. Fass doch mal dort zusammen, was dort passiert ist und auch was die Aktien dementsprechend halt auch gemacht haben oder auch nicht gemacht haben. Ja, wir haben es ja gestern besprochen. Ich hatte ja genau das Gefühl auch so gehabt, wie es jetzt gekommen ist. Apple hat relativ gut performt. Das iPhone nicht so wie gedacht oder ein bisschen schwächer, eigentlich schon wie gedacht, dafür eben andere Produkte besser. Zum Beispiel das iPad hat sich um, glaube ich, ein Viertel im Umsatz verbessert. Die Strategie, die Apple hier hat, hat sich also bisher bezahlt gemacht. Dann ist natürlich das Thema KI weiterhin sehr effektiv bei Apple. Und der Markt hat das dann entsprechend auch erstmal positiv reagiert. Wir sehen jetzt, dass die Aktie nachbörslich bzw. im Markt 1,6% geschlossen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie sie vorbörslich ist. Ein bisschen leicht im Plus, die Apple. Also zumindest noch vor einer halben Stunde, bevor wir angefangen haben. Sie ist ein bisschen leicht im Plus. Und ich hatte ja schon gesagt, ich gehe jetzt nicht von großen Sprüngen hier aus, aber eben von keiner negativen Reaktion. Wir warten es mal ab noch, ist es ja nicht gesagt. Aber es ist eben natürlich tausendmal besser, als es bei Amazon der Fall ist. Und bei Amazon muss man natürlich dazu sagen, Bombenergebnisse, die sie gebracht haben. Ausblick. Wahnsinn. Und ja, jetzt kommen wir zum Ausblick. Der Ausblick war fast getroffen. Sie haben eben nur die Spannweite nach unten etwas erhöht. Und das hat den Markt also jetzt, wir reden aber hier immer noch von zweistelligen Milliardenzahlen, ja, im Plus. Und der Markt sagt, naja, das könnte aber ein bisschen besser sein. Da muss man natürlich sehen, was ich schon gesagt habe, die Erwartungen sind immer noch zu hoch bei Amazon, obwohl man auch unterm Strich sagen müsste, viele andere Unternehmen würden zum Himmel 8, beten. 8% im Minus. Zum Himmel beten, wenn die nur annähernd diese Cash-Cow hätten, die Amazon hätten. Aber gut, der Markt ist gerade etwas übersättigt. 8% vorbörslich im Minus, ja. In den gestrigen Sendungen haben wir uns ja auch darüber unterhalten, dass diese Werte auch sehr starken Einfluss halt auf den Markt haben können. Andreas und du haben ja auch gestern dann schon gesagt gehabt, da sollte man wirklich vorsichtig sein. Auch gerade bei Amazon sollte man nicht die größten Erwartungen halt haben. Ja, aber ist ein guter Indikator, ne? Also Amazon ist halt natürlich ein Indikator, wo man halt vieles bemisst, was Konsum betrifft, was den Einzelhandel betrifft, was die, ich sag mal, ja, die Bereitschaft von einzelnen Käufern und auch von vielen Bereichen. Ja, wenn es Amazon schlecht geht, dann sieht man halt, okay, da scheint wohl so ein bisschen die Kaufkraft oder Konsum und alles, was mit dazugehört, eher so ein bisschen verhalten zu sein. Und das macht sich natürlich dann auch deutlich bemerkbar auf dem Gesamtmarkt. Ja. Ich bedanke mich bei euch beiden. Wir sind mit unseren Themen für heute Morgen durch und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Es geht weiter mit Märkte und Trends Teil 2 heute um 14.15 Uhr auf heavytraders.live. Den Anmeldelink findet ihr hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Wir gehen nochmal ein bisschen intensiver in diesem Livestream darauf ein, was da gestern der Auslöser für gewesen ist. Dann werden wir nochmal intensiver den DAX besprechen. Bitcoin natürlich auch weiterhin ein Thema, wo das Märkte und Trends Team auch nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wird. Dann Chevron und Exxon werden Zahlen bringen, da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen und die Arbeitsmarktdaten, die in den USA kommen, erste Freitag im Monat, werden wir auch live im Stream halt mit besprechen. Von daher seid auf jeden Fall mit dabei, 14.15 Uhr auf heavytraders.live. Im Nachgang wird das Video auch bei uns auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr später im Livestream mit dabei seid. Bis nachher.